Sie staunen? Ja, meine Herrschaften, das ist der Superschlager der Saison. Das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer. Ihre eigene Stimme, aufgenommen auf einer kleinen Postkarte. Wollen Sie zum Beispiel, junger Mann, Ihrer Liebsten sagen, was Sie wirklich von ihr wollen, sprechen Sie es auf diese Karte. Schicken Sie sie ihr und sie kann Ihnen auch nicht mal eine runterhauen dafür. Ja, Herrschaften, das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer. Ja, darf ich mal bitten? Treten Sie nur näher, nicht zu schüchtern. Wer will hier mal plaudern, ohne zu zaudern? Vielleicht die Herrschaften da drüben? Hört Sie, mein Junge möchte mal was singen. Ja, warum nicht hereinspaziert? Mensch, klar. Jeden Tag um 8 Uhr kommt ein neuer Rudolf Schock. Freut mich sehr, guten Tag. Schön, dass du da bist. Bei mir haben schon die größten Leute gesungen. Einer war sogar 2,20 Meter und ich habe ihn trotzdem auf die kleine kalte Platte gekriegt. Ich kann dir natürlich auch eine hübsche Musik unterlegen. Unterlegen heißt, was zum Mitsingen, verstehst du? Na, das wirst du gleich sehen. Was nehmen wir denn da? Was Lustiges oder vielleicht lieber so ein bisschen was Trauriges? Mit so ein paar Tränchen im Knopf noch. Das da ist die Flüstertüte, da singst du rein, das kannst du dir denken. Also Achtung, Aufnahme, los! Zwei kleine Sterne stehen am großen Himmel, sie werden mit dir gehen, wohl in die weite, weite Welt. Zwei kleine Sterne sind mein allerletzter Gruß. Oh, denk an mich, wenn ich fortgehen muss. Es war Abend, als am Fenster der Größte. Du bist ja noch Knüller als Knaller. Du bist ein Knallerballer. Bin dein Freund auf Lebenszeit. Was heißt auf Lebenszeit? Noch viel länger. Ich gehe sogar noch weiter. Ich schenke dir die Platte. Und zwar ganz umsonst. Ganz umsonst. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ihre eigene Stimme aufgenommen auf einer Postkarte. Was klebten wir denn früher von dir? Ja, mein Jungchen, mein Sängerknabe. Perle meiner Kundschaft. Herrschaften, jetzt sehen Sie was hören, dass Ihnen die Ohrläppchen in die Hemdkragen rutschen. Machen wir eine Aufnahme. Ich möchte Sie das fragen. Was denn? Sie waren damals so nett zu mir. Würden Sie mir vielleicht dieses Goldmedaillon abkaufen? Ich brauche dringend Geld. Geld brauchst du, so. Hm. Sehr menschlicher Zug an dir. Komm mal rein. Sieh mal an, du brauchst also Geld. Wie viel darf es denn sein? 200 Mark. Das Medaillon ist echtes Gold. Ja, aber dünn, dünn und altmodisch. Hm. Kaum 20 Piepen Gold wert. Wieso brauchst du denn 200? Ich muss nach Nizza. Ich bin ein paar Gangstern auf der Spur. Ganz heiße Sache. Da stehen Millionen auf dem Spiel. Millionen? Willst du die Sache nicht lieber Jerry Cotton übergeben? Der kann das nicht, das kann nur ich. Mein lieber Junge. Mein lieber Junge. Ich bin in meinem Leben schon oft angeschwindelt worden. Aber du bist Spitzenklasse.
Was du dich traust, Mann, das hat sich noch keiner getraut. Und das ist sein Geld, bei Gott wert. Hier 200, steck's ein. Sie kriegen es bestimmt wieder. Ja. Ehrenwort. Auch das noch, du bist ja unerschöpflich, aber jetzt hau ab, wie ich meine 200 Mücken bereue. Und noch nicht mal Dankeschön, alle Achtung. Oder etwas Trauriges, das hört sich nicht so gern bei dir sehen, die vom Gesang da. Das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer, meine Herrschaften. Hier sind die 200 Mark zurück. Ja, Jungchen, Jungchen, bist du's wirklich oder trügt mich mein alter, schwaches Augenlicht? Ja, sage mal, hier hast du dein Medaillon zurück, hier ist es drin. Ja, alles da. Moment mal, das nimmst du mit für deine Mutti. Schön gut. Heutzutage kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Nicht mal darauf, dass die Menschen lügen.